Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen DAF-Interview. Heute mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Schönen guten Tag, Herr Bergmann. Hallo, Frau Klar. Fünf Werte haben wir heute auf der Agenda. Positiv und negativ, Licht und Schatten ist mit dabei. Wir sehen jetzt gerade schon das Chartbild von der Commerzbank, der Nummer zwei der deutschen Banken. Hier hat man Zahlen geliefert, die sind in Ordnung, oder? Ja, die waren auf jeden Fall positiv. Wir sehen es auch hier im Chart, diesen Anstieg. Mager nicht, okay. Vielleicht habe ich auch den Stift falsch. Ja, nein, er will heute nicht. Kein Problem. Wir sehen es auf jeden Fall hier, den Anstieg über diesen charttechnischen Widerstand bei 10,20. Man kann sich mit etwas Fantasie auch hier eine Schulterkopf-Schulter-Formation, eine umgekehrte vorstellen. Hier zwei Schultern, hier den Kopf. Also das Ganze schaut auch technisch wieder besser aus, aber auch, Sie sagten es richtig, die Zahlen waren sehr positiv, haben die Analystenerwartungen auch die Markterwartungen übertroffen beim operativen Gewinn. Also von daher schaut es wieder freundlicher aus, das Gesamtbild. Ja, Mittelstandsbank hängt noch etwas durch. Also hier ist der massive Wettbewerb dann doch schon nicht so förderlich. Anders eben Privatkundengeschäft, hier wächst man doch sehr ordentlich und erzielt auch sehr gute Gewinne. Also insgesamt macht hier der scheidende Vorstand Martin Blessing einen guten Job. Er ist ja jetzt noch ein Jahr im Amt und ich denke mal, er wird ein, ich will nicht sagen jetzt gesundes Unternehmen hinterlassen, aber doch deutlich besser als noch während der Finanzkrise und während eben auch im Oktober hat es noch ganz anders ausgesehen. Also ich bin guter Dinge, dass es hier weiter nach oben geht. Wir sehen hier die Signallinienbereich von 11,40 Euro. Ich denke mal, dass wir in einem freundlichen Gesamtmarktumfeld jetzt bis Jahresende dieses Ziel durchaus noch erreichen können. Wenn wir dann über die Signallinie kommen, was trauen Sie der Commerzbank noch zu? Also ich sehe jetzt hier keine Kurse von 15 oder 20 Euro jetzt in den nächsten 6 bis 12 Monaten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir in diesem Bereich zwischen 12 und 12,50 Anfang nächsten Jahres durchaus noch steigen können. Ich hatte es eben schon angesprochen, Licht und Schatten haben wir dabei bei der Deutschen Bank. Ja, das sieht dann eher nach dem Schattenbereich aus. Genau. Man muss aber dazu sagen, der neue John Cryan hat ja schon diese Umstrukturierungspläne vorgelegt. Die sind zunächst aber eigentlich mal ganz gut angekommen. Die sind gut angekommen. Wir hatten auch die Reaktion hier schon mal, da wurde schon viel Vorschusslorbeeren eben dem John Cryan zugebilligt. Aber die Zahlen, wir sehen es auch hier an diesem umgekehrten langen Docht. Ich probiere nochmal. Nee. Dass hier die Zahlen eben nicht gut angekommen sind. Die Dividende wurde gestrichen für die nächsten 2 Jahre. Ist natürlich jetzt das geringere Übel, sage ich mal, im Vergleich zu einer umfassenden Kapitalerhöhung, die er auch hätte als Neuling, sage ich mal, hätte platzieren können. Mhm. Das hat er jetzt nicht gemacht. Also das ist schon mal positiv zu sehen. Aber wenn ich seit den 50er Jahren als langfristiger Investor jedes Jahr eine Dividende bekomme, und dann kommt einer und sagt, Jungs, es gibt jetzt 2 Jahre nichts. Da gibt es dann schon alteingesessene Fondsmanager, die sagen, dann werde ich deine Aktie verkaufen. Das hat man hier einfach gesehen. Wir waren auf einem guten Weg, aber dieses positive Chartbild ist eigentlich jetzt wieder zunichte gemacht. Wir sehen hier diesen leichten Abwärtstrend, von dem sind wir noch weit entfernt, auch die Signallinie, die wichtig ist, weit entfernt. Also ich sage mal, im Vergleich zur Commerzbank würde ich im Moment die Commerzbank bevorzugen und die Deutsche Bank eher links liegen lassen. Wenn man die Deutsche Bank oder den Wert der Deutschen Bank im Kopf hat, dann hat man oftmals auch ja nicht so schöne Sachen im Kopf, oftmals auch Strafzahlungen, die immer wieder geleistet werden müssen. Jetzt steht wieder was an, ein Verstoß gegen die US-Sanktionen mit Geschäften Syrien und Iran, glaube ich, im dreistelligen Millionenbereich. Gut, das ist jetzt nichts Neues bei der Deutschen Bank. Aber hat man da nicht jetzt auch die Hoffnung, dass man langsam mal sagt, jetzt ist der Neuer da, jetzt muss das mal gut sein mit? Ja, aber ich glaube, auch er hat noch nicht alles umfassend im Auge, was da noch kommen kann. Man weiß auch nicht, was letztendlich an Strafzahlungen kommt. Es ist ja noch vieles im Prozess, viele Rechtsstreitigkeiten noch nicht geregelt. Und ja, das macht. Und diese Unsicherheit, wie schon immer gesagt, diese Unsicherheit ist Gift für die Börse, ist Gift für Aktien. Und deswegen auch dieses Bild hier. Wenn wir sehen, vor einem Jahr standen wir schon bei 26 Euro. Ja. Es gab zwar zwischendrin mal eine Dividende, die es jetzt künftig auch nicht mehr geben wird.
Also von daher hat man als Anleger da schon, wird man da schon sehr auf die Probe gestellt, und dass da mal welche sagen, sorry Jungs, jetzt habe ich keine Lust mehr, ist auch nur verständlich. Und ja, spricht, man sieht es jetzt hier am Kurs, ist völlig normal. Und ich sage, wie gesagt, ich denke mal, das wird auch noch ein steiniger Weg. Also wer jetzt konservativer Anleger ist, der sollte die Deutsche Bank nicht kaufen. Wer sagt, John Crine, das ist ein Mann, der kann aufräumen, der bringt das Schiff wieder flott, kann hier schon eine kleine Position einnehmen, aber er muss wirklich viel Geduld und gute Nerven haben. Dann lassen wir die Banken soweit erstmal hinter uns, damit sich die Nerven ein kleines bisschen beruhigen können. Werfen einen Blick auf die Allianz. Auch die hat schon Zahlen fürs dritte Quartal geliefert. Die waren jetzt nicht unbedingt glänzend gewesen, aber man hat zumindest die Jahresziele noch so stehen lassen. Genau, die waren nicht so glänzend, aber man hält an der oberen Range der Zielprognose von 10 bis 10,8 Milliarden Gewinn, operativen Gewinn fest. Mhm. Ja, ich sag mal, ob es jetzt dann 10,7 werden oder 10,9, das spielt bei einer Allianz jetzt nicht die Rolle. Hier blickt man doch eher auf das Thema Dividenden. Mhm. Und da denke ich mal, wird es auch wieder eine satte Erhöhung geben, weil die Allianz angekündigt hat, man wird die Ausschüttungsquote erhöhen. Also ich denke mal, dass für das laufende Geschäftsjahr 2015 die Allianz bestimmt zwischen 7,20 und 7,50 Dividende ausschüttet. Wir stehen aktuell bei 160 Euro, also sprich, wir bewegen uns hier zwischen 4 bis 5% Dividendenrendite, und das ist entscheidend bei der Allianz. Da kann es immer mal wieder Schwankungen geben. Das war dieser Zeitraum hier, da ging es eben um das Thema Dividende. Das mhm. war, also das, da ging ja auch mit dem DAX eben so massiv nach oben. Ja. Und da war die Allianz eben als Dividendenaktie stark gefragt. Das ist völlig normal, dass sie dann mal ein bisschen verschnauft. Und ich kann mir vorstellen, dass sie, ja, ich sag mal, bis April 2016, dass wir sowas Ähnliches sehen können. Vielleicht nicht in dem Ausmaß. Zahlen waren jetzt auch nicht so bombastisch. Wir hatten geschrieben, dass die Aufwärtsdynamik, die wir da zuletzt gesehen haben, dass sie dann natürlich sich nicht so fortführt. Ja. Denn wenn die Prognosen etwas oder die Zahlen nicht ganz so gut ausfüllen, dass sie da nicht durch den Himmel schießt. Aber ich denke mal, die alten Hochs da, 170 Euro, sollten bis April auf jeden Fall machbar sein. Und dann bekommt man noch 5% obendrauf. Also was will man mehr als Anleger? Das heißt, man kann auch beruhigt jetzt noch rund um die 160-Euro-Marke einsteigen? Ja, als konservativer Anleger auf jeden Fall. Wir haben noch die Munich Re dabei. Auch hier gab es schon die Zahlen. In der letzten Woche, da muss man sagen, die Gewinnerwartungen wurden verfehlt, schmeckt den Anlegern in der Regel auch nicht. Und bei der Munich Re, da sehen wir jetzt diesen heftigen Kursverfall noch aus dem Frühjahr. Man dümpelt immer so in den unteren Bereich rum. Warum? Also im Bereich der Rückversicherung herrscht ein gnadenloser Preiswettbewerb. Es sind neue Player auf dem Markt mit Hedgefonds, die auch jetzt schon teilweise Risiken eben versichern. Mhm. Und das merkt man eben. Diesen Preiswettkampf, ja, eben am Kursverlauf, dann 30% weniger Gewinn als im Vorjahr aufgrund von Großschäden in Chile. Dann die Explosion in China, die haben natürlich für enorme Schäden und eben für Belastungen bei der Munich Re gesorgt. Man sieht es eben auch jetzt hier am Kursverlauf, warum jetzt die Allianz unser Favorit ist und die Munich Re nicht. Ist eigentlich bester Beweis dafür. Es heißt nicht, dass die Munich Re auch wieder in den Bereich 190 vielleicht steigen kann. Aber wir sehen bei der Allianz einfach, da passt das Bild ein bisschen besser. Also die Rahmenbedingungen sind einfach nicht ganz so schlecht, sage ich mal, wie jetzt bei der Munich Re, die auch sehr gut aufgestellt ist. Also eine sehr große Marktmacht hat, auch Preise sicherlich auch mitbestimmt, aber ja, wie gesagt, die Allianz gefällt mir einfach im Moment besser als die Munich Re. Deswegen würde ich eine Allianz der Munich Re vorziehen, beziehungsweise diese Aktie nicht kaufen und die andere kaufen. Sie haben uns jetzt jeweils zwei positive, zwei negative Beispiele mitgebracht. Einen haben wir noch, ich bin gespannt. Ich glaube, es ist aber ein sehr positiver Wert mit Vonovia, mit dem größten deutschen Immobilienunternehmen. Mhm. Hier konnte man auch ordentlich punkten. Es sah hier ja auch mal ein bisschen wackelig aus. Aber wenn ich jetzt als Anleger sage, naja, ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Viele Schwankungen hatten wir hier auch gesehen. Mhm. Die Signallinie, die war immer mal wieder angetestet. Jetzt sind wir wieder drunter. Was macht man damit? Also, Vonovia
will ja die Deutsche Wohnen übernehmen, hat hier ein Angebot über 9,9 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt. Und heute kam eben, oder lief über den Ticker, dass sich Deutsche Wohnvorstand Zahn hier vehement wehren will. Er will die Aktionäre von Vonovia anschreiben, die sollen diesen Beschluss, die Deutsche Wohnen zu übernehmen, bei der nächsten außerordentlichen Hauptversammlung, die sollen diesem Beschluss nicht zustimmen, sondern stattdessen Deutsche Wohnen kaufen. Weil er sagt, dieser Plan von Vonovia, der wird Werte vernichten und nicht schaffen. Und ich sage mal so, wenn ein deutscher Wohnvorstand sowas sagt, dann kommt es natürlich jetzt nicht unbedingt gut bei den Vonovia-Aktionären gut an. Da kann schon mal sein, dass einer sagt, gehe ich mal raus. Mir persönlich, bin ich ganz ehrlich, wäre es lieber, wenn die beiden nicht fusionieren. Mhm. Es geht ja 1 und 2 zusammen, klar, Synergiepotenzial, Größenvorteile noch und nöcher. Aber ich hätte doch lieber zwei Player, die auf Augenhöhe hier konkurrieren. Die kann man schön miteinander vergleichen. Eine Übernahme von Vonovias durch, Deutsche Wohnen durch Vonovia, das würde das Ganze, den Reiz der Immobilienbranche auch etwas nehmen, ja, weil es eben hier diesen Wettbewerb dann nicht mehr gibt. Man muss sich dann nicht mehr hochschaukeln. So gibt es immer wieder, Vonovia kauft einen kleineren, Deutsche Wohnen kauft einen kleineren. Da ist, glaube ich, mehr Bewegung drin. Wenn jetzt eins und zwei zusammengehen, wird es langweilig. Es wäre wie in der Bundesliga, wenn die Bayern noch die Besten von Dortmund sich holen. Ja, ist eh schon langweilig, aber dann wird es noch langweiliger. Und das wäre hier ähnlich. Weil, wie gesagt, dann hast du 1 und 2 zusammen und der nächste, Nummer 3, ist dann Lichtjahre entfernt. Ja, und die Spannung wollen wir natürlich auch ein bisschen halten und haben den Wettbewerb und wir wollen vergleichen und natürlich auch die Charts mit Ihnen besprechen. Dankeschön dafür, Herr Bergmann. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen, der Vergleich, das Abwägen der Aktien miteinander und deshalb sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.